Ja, hallihallo. Heute ist es soweit. Heute wird eine Launbatterie ins Auto eingebaut. Ja, nämlich aus dem Grund. Hier hinten, die Batterie hatte ich original drin gehabt. Die stand ungefähr ein Dreivierteljahr und als ich sie nehmen wollte, hat sie noch 2 Volt gehabt. Ja, REMF Charger, 2-3 Tage eine Kur gemacht. Dann ging die wieder. Und mit der bin ich jetzt seit Oktober praktisch draußen rumgefahren. Das Blöde war halt immer gewesen, nachdem ich die einen Tag habe stehen lassen, ist das Auto nicht mehr angesprungen. Ich habe mich schon gewundert, warum die so leicht gewesen ist. Ja, und im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, dass ich jedes Mal mit 2 trockenen Zellen gefahren bin. Da waren 2 Zellen drin gewesen. Die sind ausgelaufen. Da ist unten dran irgendwie ein ganz feines, kleines Löchlein. Ja, aber bis jetzt hat sie gehalten. Wunderbar, jedes Mal kurz wieder voll gemacht und hat gereicht zum Starten. Trotzdem war das nervig gewesen, immer mit Fremdstarten. Ja, und da war ich vorgestern beim Hans im Glück und er hat gesagt, dass er noch eine Autobatterie da hat. Die hat auch wunderbar schön gepasst von den Anschlüssen her. Habe ich jetzt auch 2 Tage am REMF-Charger gehabt, bei 15,4 Volt war es am Ende gewesen. Das Auto macht aber dummerweise keinen Zucker dabei. Ne, mal ganz kurz hat er gedreht und dann ja, war gar keine Leistung mehr da gewesen. Und das Teil hier, das habe ich jetzt seit 2012 oder 2013 nur rumstehen gehabt. War auf Alaun umgerüstet, habe die auch nochmal vollgeladen und mal gucken, ob das dann funktioniert. Am liebsten wären mir ja ein paar von denen hier, ne? 2,5 Volt, 600 Farad, solche Supercaps. Und daraus eine große Autobatterie basteln. Aber solange die Dinger noch ein Stück so um die 30, 40 Euro kosten, ja, kann man das echt vergessen. Da kostet euch deine Autobatterie 400 Euro. Aber wenn es denn mal so weit ist, dass die Dinger erschwinglich sind, ja, basteln wir uns mal noch eine Autobatterie. Aber erstmal gucken, wie das mit dem Alaun funktioniert. So. Ja, ich bin gespannt. Hohoho! Geil! Geil! Boah! Und gleich auf Anhieb! Krass! Die Batterie, die stand jetzt 3 Tage bei den Minustemperaturen hier drin. Ja, also nach dem Laden 3 Tage einfach stehen lassen. Ja gut, die Zündkerzen sind halt nochmal ganz die neuesten. Muss ein bisschen warm laufen, dann hält er normalerweise. Ja, jetzt hält das. Geil! Alaun Autobatterie! Wer hätte es gedacht? Na denn, ich halte euch mal auf dem Laufenden, ob das auch den ganzen Winter jetzt durchhält. Aber erstmal eine billige Alternative gegenüber diesen Superkondensatoren, finde ich. Stimmt.